Ja, bei Moha ist das immer Augen zu, Mund auf. Wie soll man denn atmen? Wow. Dem... Ach so! Oh. Und ich stimme dem doch so zu, ja. Wie geil. Rückzug. Story. Die Untoten fallen zurück. Ihre Reihen lösen sich auf. Wir haben gesiegt. Das ist unsere Chance, die Kinder hinauszubekommen. Ihr dort, wie ist Taktikerin Serenas Zustand? Ist sie schwer verwundet? Sie ist bei Bewusstsein, aber es geht ihr schlecht. Ich weiß nicht viel über Silvari, aber es sieht übel aus. Lasst mich. Der Tod macht mir keine Angst. Ich habe meinen Eid geleistet. Die Wachsamen lassen niemanden zurück, Serena. Ihr habt keine Erlaubnis zu sterben, hört ihr? Ich höre euch, Reckin, und ich danke euch. Wir nehmen denselben Weg, den wir gekommen sind. Geht schnell, haltet die Kinder beisammen und macht nur Halt, wenn es gar nicht anders geht. Einverstanden. Wachsame, Abmarsch. So. Und zurück. Lol. Bei mir ist gerade jemand bei mir, ja. Gegengeflogen, einfach mal so. Eiskalt. Okay, die laufen uns hinterher. Dann können wir einfach gehen. War nicht sicher, ob wir die beschützen müssen oder so. Ach. Ah, hier, jetzt greifen wir schon. Nicht um mich, nur um die Kinder. Kümmert euch um beide. Versorgt ihre Wunden so gut es geht, Out. Notfalls tragen wir sie. Gehen wir. Es ist nicht viel Zeit. Bald rücken die Untoten zahlreich nach. Sehr schön, sehr schön. Und raus hier. Okay. Gucken, wo es weitergeht. Da oben. Fort Salma im Norden. Links oben. Jo. Oh nein. Kommst du hoch? Warte, warte, warte. Okay, und? Oh. Okay. Ist doch alles easy. Easy. Easy so, runtergefallen. Nee. Ach, Moment, warte mal. Ich wollte gerade sagen. Wir müssen wieder nach Götterfels. Ich blöd, Mann. Entschuldigung. Wegmarke Salma in Götterfels. Das ist oben bei Salma Viertel, Heimatort. Ja, dann bist du umsonst gerade noobig da runtergefallen. Ja. Wolltest mich wieder nur. Das war alles Absicht. Natürlich hatte ich von Anfang an geplant, dich bloßzustellen. Ganz klar. Na, ey. Assi. Kannst du annehmen? Nee. Okay, dann, Eins. Warte mal eben, ich muss mal eben was gucken.
Mir fehlen hier nämlich noch ein paar Sehenswürdigkeiten. Einmal das hier. Den ich beim letzten Mal nämlich vergessen. Hier irgendwie. Ist eine Rutsche. So. Und dann oben im Norden noch eine. Jawohl. So, habe ich jetzt alle? Ja. Wir müssen die Untoten entscheidend schlagen. Beseitigt sie und ihr beseitigt die Gefahr. Ihre Bewegungen sind planvoll. Wir müssen die Wurzel des Problems beseitigen, nicht ihnen von Kampf zu Kampf nachlaufen. Um welchen Preis? Die Untoten greifen an. Wenn wir nichts tun, sterben Unschuldige. Manche müssen kämpfen. Story! Vertretung der Krone. Die Repräsentanten der Orden haben von eurem Erfolg berichtet. Gut gemacht. Vielen Dank, Logan. Ich bin froh, dass wir die Kinder retten konnten, aber die Untoten sind immer noch ein Problem. Ich habe gehört, die Kinder wollen einen Seraphen im Sumpf gesehen haben. Ziemlich entsetzliche Geschichte. Sie hatten vor ihm genauso viel Angst wie vor den Untoten. Offenbar war der Soldat gewalttätig und wirr im Kopf. Man sagt auch, er war von Untoten umgeben, die ihm aber nichts taten. Im Leichenhofmorast gibt es keine Seraphen außenposten. Was tut ein einsamer Seraph da draußen? Die Seraphen sagen, ein Corporal namens Kellach sei abwesend. Ich nahm an, er treibe sich saufend in Löwenstein rum. Aber vielleicht steckt mehr dahinter. Dieser Kellach könnte unter Saitans Einfluss stehen. Ob er die Auferstandenen aufhetzt, dass sie immer aggressiver werden? Vielleicht ist er ein Nekromant? Wir haben keine Zeit zum Rätselraten, Vertretung der Krone. Späher der Wachsam melden weitere Untote im Anmarsch auf Triskel Kai. Die Verderbnis breitet sich aus. Wenn, dann ist Triskel Kai nur ein Symptom. Was immer die Untoten landeinwärts lockt, wird das auch weiterhin tun. Selbst wenn wir die Stadt retten. Wir sollten herausfinden, was mit Kellach geschehen ist. Bis wir wissen, was hier wirklich vorgeht, stopfen wir nur irgendwelche Löcher. Ihr wollt irgendwelchen Phantomen nachjagen, Ihan? Von mir aus aber riskiert dabei nicht Triskel Kai. Wir brauchen Soldaten, um die Stadt zu verteidigen, sonst sterben Zivilisten. Einige wenige werden jetzt sterben. Dafür retten wir auf lange Sicht viele Leben. Der Orden der Gerüchte ist bereit, diesen Tausch einzugehen. Gut, dass die Entscheidung nicht euch beiden zusteht. Die Vertretung der Krone wird entscheiden. Okay, okay. Don't worry, I got this. Interesting. So, ich habe mich für die Wachsam entschieden. GG, ich krieg nur Questbelohnungen, die schlechter sind als meine Sachen. Hättest du dich mal für die anderen entschieden. GG. Solche Noobs. Machen wir dann jetzt eine Pause. Genau. Oh, ich habe übrigens Löwenstein jetzt fertig. Götterfels. Meine ich doch. Verdammt! Ich verwechsel das einfach mal. Okay. Aber nicht, dass ich hier sitzen, sondern hier oder so. Ich wollte tanzen, aber egal, dann sitzen wir halt. Ich dachte, sitzen immer. Okay, okay, dann sitzen wir so, hier so, so. Sitzen. So. Wunderschön, wunderschön. Okay, ich muss daneben nicht sprühen. Ja. Pause bis Viertel nach. Bis gleich. Sound resumed. Wieder da. Willkommen zurück in der Welt der Fantasie. Me too. M2.
Er schreibt so alles durcheinander. Fragezeichen, wie bitte? Ich hab nur Mo gelesen, aber da. Ich hab Hallo Mo geschrieben. Achso. Hallo. So, wir müssen jetzt nach Kessex-Hügel. Und zwar. Aber warte mal, kann man die ganze Map. Man kann die ganze Map mal. Ja. Kessex-Hügel und zwar dahin. Zu dem Wegpunkt. Das ist ziemlich cool. Jetzt kann man das eigentlich. Weißt du, einfach schön easy markieren. Läuft. Ach guck mal, Serkan ist im Team Tweet. Sehe ich gerade. Ja. Eine Sekunde, ich bin sofort wieder da. So, Entschuldigung. Okay. Alles klar. Los. What the fuck, er wäre ja voll am Durchdrehen ist da, Alter. Junge, ich sag ey, ich hätte mir das verraten sollen. Das macht mega Spaß. Jetzt hier lang. Hier geht der Patrick, hier geht er. Wir gehen jetzt hier so dahin. Ach, hier. Ist jetzt mal gut? Okay. Boing, boing, boing. Ja, Marc ist übrigens gerade auch im Guild Wars 2 spielen. Der macht seine Dailies. Okay. Oh, Sequenz. Story? Es ist schlimmer, als wir befürchtet hatten. Saitans Diener sind überall. Es sieht schlimm aus da unten. Haben wir genug Truppen, um die Stadt zu retten? Ob genug oder nicht, wir müssen es versuchen. Wenn mein Tod das Leben eines Unschuldigen rettet, habe ich meine Pflicht als Mitglied der Wachsam getan. Aber ich habe vor, kämpfen zu sterben. Einverstanden. Wie ist die Standardvorgehensweise der Wachsamen in solchen Situationen? Wir haben keine Zeit, eine Angriffsformation zu bilden. Ich habe unsere Soldaten vorausgeschickt in die Stadt, um die Untoten zurückzutreiben. Sie werden allerdings unsere Hilfe brauchen. Ich bin bereit für einen Kampf, Hiroki. Vergeuden wir keine Zeit mehr. Hilfe! Dann sollten gehen wir mal. Vielleicht nicht so viel reden. Das war noch nicht alles. Better? What? Ich meine, dann sollten wir vielleicht nicht so viel reden und einfach mal schneller in die Stadt. Das stimmt wohl. Danke, aber nicht nachlassen. Alle anderen sind noch drin und kämpfen. Noch mehr Untote. Adrenalin steigt ab. Ich bewache den Vordereingang. Rückt vor. Da drin schickt noch mehr Blut. Jeder muss seinen Teil tun. Alle anderen sind noch drin und kämpfen. Schmerz für Schmerz. Also los, ich gebe euch Deckung.
Oh, hier sind richtig große Viecher. Ja. Holy shit. Oh, wow. Mein Gott. Wurdest du auch umgehauen? Ja. Okay. Alter. Ich krieg eine Schelle und bin fast tot. Ich glaube, wir haben alles. Können wir da unten hin anquatschen gehen. Wachsamkeit. Story. Wir waren in großen Schwierigkeiten, bevor ihr kamt. Die Untoten tauchten aus dem Nichts auf. Wie ging der Angriff los? Das erste, was ich sah, war Korporal Kellach. Der schrie und fluchte. Dann waren plötzlich Untote überall und ich habe ihn aus den Augen verloren. Kellach? Ihr kennt ihn? Wo ist er jetzt? Ob ich ihn kenne? Klar! Kellach wurde diesem Posten zugeteilt, aber er ist seit Tagen verschwunden. Es wäre nicht seine Art, sich unerlaubt zu entfernen. Schaut, ich will nicht, dass er Ärger bekommt. Kellach ist ein guter Soldat und ein guter Mann. Er hat wahrscheinlich nur seinen Ausgang überzogen. Es ist dieses Piratenmädel. Ich weiß nicht, warum er sie gesucht hat, aber ich bin sicher, sie hat irgendwas mit ihm angestellt. Ein Piratenmädchen? Wie hieß sie? Ich glaube, er nannte sie Alastia. Wahrscheinlich meinte er Alastia Krähe. Sie gehört zur Besatzung eines Schiffs, das südöstlich der Nebo-Terrasse vor Anker liegt. Schon gut, Hauptmann. Wir gehen der Sache auf den Grund, das verspreche ich euch. Jo. Der hatte übrigens, der Hauptmann, die deutsche Synchronstimme von Commander Shepard aus Mass Effect 2 und 3. Ah. So, dann verlassen wir das mal. So, gucken wir mal, wo es weitergeht. Müssen wir wieder nach Dings, Götterfels. Wieder zum Heimatort. Boing. Der Krähe hatte eine seltene prophetische Gabe. Was Kellach wohl wissen wollte. Was es auch war, die Antwort trieb ihn in den Wahnsinn. Mich wundert, dass das bei Gelehrten der Abtei nicht öfter passiert. Der Orden der Gerüchte hat kein Verständnis für reine Forschung. Vertretung der Krone, schön euch zu sehen. Wie verlief euer Einsatz? Kellach haben wir nicht entdeckt, aber wir haben herausgefunden, dass er mit der Piratin Alastia Krähe in Verbindung steht. Wir wollen uns mit ihr unterhalten und rausfinden, was sie weiß. Unterhalten? Ich fürchte, daraus wird nichts. Sie ist tot. Ihr Piratenschiff, die Raffgier, wurde vor 2 Tagen bei einem Angriff der Untoten zerstört. Seid ihr sicher, dass sie tot ist? Hat jemand von ihrer Mannschaft überlebt? Selbst wenn sie tot ist, Alastia war eine Seherin. Sie hat das hier vielleicht kommen sehen und uns etwas hinterlassen, was uns helfen kann. Ein paar von ihren Leuten leben noch. Sie kampieren beim Wrack ihres Schiffes. Sie könnten mehr von der Sache wissen. Wir müssen herausfinden, was Kellach von Alastia wollte. Piraten sind eher misstrauisch. Ich denke, hier wäre ein wenig nautische Ermittlungstätigkeit angesagt.
Der Orden der Gerichte ist ein verschlagener Haufen mit zweifelhaftem Ruf. Ihr würdet prima zu den Piraten passen. Ich habe einen besseren Vorschlag. Auch wenn Alastia tot ist, könnte sie immer noch von Nutzen sein. Ich kenne eine versierte Priesterin des Grand. Mit ihrer Hilfe könnten wir Alastia Krees Geist beschwören. Der bessere Vorschlag der Abtei Dormant lautet also, die Toten zu stören? Ihr Forscher dreht wirklich jeden Stein, um bloß um Antworten zu suchen. Selbst Grabsteine. Hiroki, irgendwelche Vorschläge von den Wachsamen? Keine. Während diese beiden wie die Eichhörnchen im Kreis rennen, halten die Wachsamen Ausschau nach einem weiteren Angriff der Toten. Die Entscheidung liegt ganz bei euch. Die Piraten unterwandern oder Alastias Geist beschwören.